In diesem Video verrate ich dir, welche 7 Kriterien einem Mann besonders wichtig sind, damit er sich für eine Heirat mit dir entscheidet. Du weißt nach diesem Video dann natürlich, ob du mit der Frage aller Fragen noch rechnen kannst oder ob der Traum einer weißen Hochzeit, einem wunderschönen Brautkleid einfach dann doch eher ein Traum bleibt. Und ja, ich möchte natürlich, dass du hier ganz viel Klarheit mitnimmst, damit du natürlich auch wirklich weißt, was in Zukunft auf dich zukommt. Wichtig, bevor ich jetzt gleich mit diesem Video loslege und dir die 7 Kriterien verrate, ist es mir hier ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das Ganze natürlich nur gilt, wenn dein Partner bereits von Anfang an ganz offen mit diesem Thema umgegangen ist und auch grundsätzlich gerne heiraten möchte. Das Video bringt natürlich nichts, wenn dein Freund von Anfang an gesagt hat, boah, eine Heirat ist für mich total altmodisch, ich habe da keine Lust drauf, ich kann mir das gar nicht vorstellen, es ist mir einfach viel zu viel. Dann macht das Video natürlich keinen Sinn, denn dann weißt du ja eigentlich schon deine Antwort und dass der Mann eigentlich nicht gerne heiraten möchte. Also dieses Video ist vor allen Dingen für die Frauen, die schon mit einem Mann zusammen sind, der von Anfang an grundsätzlich sehr offen war für dieses Thema Hochzeit und Heirat. Und ja, für die, die natürlich jetzt auch schon länger warten auf einen Heiratsantrag und sich fragen, bekomme ich den oder was sollte ich als Frau eigentlich besonders tun oder mitbringen, damit der Mann mich überhaupt in Betracht zieht für eine Ehe? Ja, der erste Hinweis, an dem du erkennen kannst, dass er wirklich Lust auf eine Ehe mit dir hat, ist, dass er dich wirklich in seine Zukunftsplanung mit einschließt. Also ein Mann, der mit dir Zukunftspläne macht, der Pläne für euch hat, die wirklich auch fix sind für ihn, zeigt natürlich, dass er wirklich Lust hat auf ein Leben mit dir. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen auch dafür, dass er dich irgendwann mal heiraten will. Also wenn ein Mann beispielsweise zwischendurch sowas sagt wie, ja, wenn wir mal verheiratet sind, dann XY oder hier, da würde ich gerne mal die Hochzeitsreise hinmachen oder wenn er positiv darauf reagiert, wenn andere heiraten und dann auch sowas sagt wie, wenn wir mal verheiratet sind, dann XY, dann weißt du natürlich schon, dass er sehr, sehr gerne mit dir verheiratet sein möchte und dass das in Zukunft auf jeden Fall auf dich zukommt und dass es auch gar nicht mehr so lange dauern wird. Und natürlich ist es auch gut, wenn er andere Zukunftspläne mit dir hat, die sehr fix sind, wie beispielsweise er möchte mit dir ein Haus bauen oder er möchte mit dir eine Familie gründen. Das sind natürlich so Sachen, wo du weißt, okay, der plant mit mir langfristig und nicht nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Was hier jetzt aber besonders wichtig ist, ist, dass du als Frau auf gar keinen Fall Druck aufbauen solltest. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch langsam kennenlernt, dass eure Beziehung wächst und dass du wirklich auch dem Partner Zeit lässt, dass er dir diesen Heiratsantrag machen darf. Es gibt nämlich Frauen, die jede Weile fragen und jede Weile Druck machen, ne? So, wann sind wir denn dran oder wann bekomme ich denn endlich meinen Heiratsantrag, ne? Oder das auch wirklich zu sagen, ich wünsche mir einen Heiratsantrag oder beim Brautstrauß werfen, die Erste sind, die schreit, hier bin ich, ne? Und damit dem Partner unglaublich Druck aufbauen. Also es ist wichtig, dass du auch Vertrauen hast, dass der Mann dir den Heiratsantrag machen wird, den du dir wünschst. Also es ist unglaublich wichtig, Vertrauen zu haben zum Partner, vor allen Dingen, wenn er dir diese Zukunftspläne auch verrät. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass er dich liebt und dass er mit dir zusammen sein möchte und will. Und wenn ihr schon mal über die Heirat gesprochen habt, dann vertrau darauf, dass er da auch sein Wort hält. Und was auch wichtig ist, wenn du natürlich jetzt schon ewig in einer Beziehung bist, ich sage jetzt mal 5, 7, 9 Jahre, dass du es natürlich dann nochmal gerne ansprechen darfst und auch fragen darfst, hey, wie sieht es eigentlich aus? Ne? Weil dann wartest du natürlich schon etwas länger auf deinen Heiratsantrag. Und es ist auch okay, wenn du dir selber eine imaginäre Deadline setzt und schaust, okay, was passiert jetzt, wenn ich ihm noch 3 oder weitere 4 Events Zeit gebe, wo er gegebenenfalls einen Heiratsantrag machen könnte. Also beispielsweise sowas wie nächstes Weihnachten, mein Geburtstag, der nächste Urlaub. Warte einfach noch ein paar Events ab und wenn dann wirklich überhaupt nichts passiert, dann kannst du ihn ja auch immer noch fragen, du, hey, wie sieht's eigentlich aus? Kannst du dir immer noch eine Heirat mit mir vorstellen? Aber grundsätzlich ist es ein sehr gutes Zeichen, wenn er dir das eigentlich immer wieder sagt oder dich da so einbindet in so kleinen Nebensätzen und du dann merkst, oh, der will mich auf jeden Fall heiraten. Kommen wir zum zweiten Punkt, der dir verrät, dass er dich auf jeden Fall als Ehefrau sehen kann.
Er will auf jeden Fall deine Familie kennenlernen und auch deine Freunde kennenlernen und du lernst auch seine Familie und Freunde kennen. Also es ist ein gegenseitiges Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde da. Das bedeutet, dass er auf jeden Fall möchte, dass du Teil seines Lebens wirst und zwar voll und ganz. Und er möchte auch, dass du natürlich alles mitnimmst, alles kennenlernst aus seinem Leben und das Gleiche auch auf der anderen Seite. Also er geht gerne zu deinen Freunden mit, er geht gerne zu deiner Familie mit und möchte auch dort einen guten Eindruck hinterlassen. Also sprich, er gibt sich da auch Mühe, verhält sich dementsprechend auch gut, was natürlich zeigt, dass du ihm sehr wichtig bist und natürlich auch deine Liebsten ihm sehr wichtig sind. Also es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Problem hier ist manchmal, dass Frauen wirklich entweder zu schnell die Freunde und Familie kennenlernen wollen, also schon in den ersten Monaten einer Beziehung das verlangen und dass dadurch dann natürlich auch vielleicht schon der erste Streit entsteht oder auch über einzelne Familienmitglieder oder Freunde anfangen zu lästern oder den Kontakt verbieten wollen, was natürlich nicht so gut ankommt bei deinem Partner. Also dein Partner möchte natürlich, dass du seine Freunde und seine Familie respektierst. Und ja, wenn du dann anfängst, andere Leute schlecht zu reden oder ihm etwas zu verbieten, dann kann es sein, dass ihm das irgendwie zu viel wird und dass er dann dich nicht mehr als potenzielle Heiratskandidatin sieht. Also es ist wirklich wichtig, dass du auch aufgeschlossen bist als Frau, wirklich seine Freunde kennenzulernen und auch seine Familie kennenzulernen, damit du natürlich da in seinen engeren Kreis gehörst. Und da würde ich dir wirklich empfehlen, dass du einfach mal aufgeschlossen bist und jeden Einzelnen mal wirklich gut und ordentlich kennenlernst. Natürlich kann es sein, dass er hier und da mal Freunde hat, die dir wirklich Sorge bereiten. Dann ist es aber ganz wichtig, wie du das Ganze ansprichst und dass du wirklich einfach dann deine Sorge wirklich ordentlich und sachlich verpackst und nicht einfach sagst, boah, der Idiot, ich kann den nicht sehen, warum bist du überhaupt mit dem befreundet? Ne? Sondern dass du es wirklich sehr sachlich und nüchtern versuchst zu erklären, warum dich dieser Freund stört. Ja, auf zum nächsten Punkt, der dir verrät, dass er dich heiraten möchte. Ja, der dritte Punkt ist, dass er dich voll und ganz liebt und du ihn aber auch voll und ganz liebst, genauso wie er ist. Also sprich, er mag dich mit all deinen Schwächen und Stärken, findet auch deine Schwächen süß oder kann damit total gut umgehen und genauso kannst du auch mit seinen Schwächen total gut umgehen und liebst aber auch seine Stärken. Also ihr liebt euch gegenseitig so, wie ihr seid und habt eure Stärken wie auch Schwächen wirklich akzeptiert und könnt damit super umgehen. Das Problem ist hier, dass einige Frauen wirklich Dauerkritik auf ihren Partner ausüben und wirklich immer wollen, dass er Dinge sehr schnell verändert, wirklich alles tut und macht und das in einer sehr kurzen Zeit. Das kann den Partner extrem unter Druck setzen und er fühlt sich so, als könnte er dir nie genügen und ja, kann dadurch natürlich sich auch ausgelaugt oder ausgebrannt fühlen in der Beziehung, was wiederum dazu führt, dass er sich irgendwann nicht mehr wohlfühlt bei dir und mit dir und dann auch den Rückzug antritt und auch keine Hochzeit mit dir planen möchte. Also sprich, du darfst natürlich Sachen in einer Beziehung kritisieren, aber schau bitte, dass der Partner genügend Zeit hat, diese umzusetzen und hinterfrag auch wirklich, ob jede Kritik auch wirklich sein muss oder ob manches einfach vielleicht aus Frust aus dir raussprudelt, weil du vielleicht gerade ein Ventil brauchst, wo du das Ganze rauslassen kannst und dass er dann so gefühlt dein Ventil ist. Also sprich, Dauerkritik in einer Beziehung ist nie schön, vor allen Dingen nicht, wenn der Partner sich dann irgendwann nicht mehr gehört fühlt oder auch nicht gut genug fühlt. Also ein Mann, der dich als potenzielle Ehekandidatin sehen will, sollte natürlich sich auch geliebt fühlen und sollte auch genügend Zeit von dir bekommen, Dinge umzusetzen. Ja, und ein wichtiger Tipp noch an dieser Stelle, wenn du zum Beispiel merkst, dass es dich irgendwie stört, dass er Dinge nicht richtig umsetzt im Haushalt, dann ist es zum Beispiel ganz gut, wenn ihr einfach gemeinsam besprecht, wie ihr Dinge putzt oder wie ihr das machen würdet und gemeinsam einen Putzplan aufstellt oder andere Dinge, die wirklich zu Kompromissen führen, damit es weniger Streitereien in der Beziehung gibt. Denn es ist natürlich wichtig, dass wenn man merkt, der andere hat irgendwie Schwächen, der kann jetzt beispielsweise nicht so gut das Bad putzen, whatever, dass man da dem anderen wirklich hilft oder wirklich auch mit kleinen Plänen es schafft, dass die Beziehung ja wirklich stabiler wird und nicht dann in diesem Dauerkritik oder in diesem Zustand gerät, dass man sich immer wieder anschreit, weil irgendwelche Kleinigkeiten liegen bleiben. Denn das
das macht auf Dauer natürlich auch die Beziehung kaputt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der dir verrät, dass er dich wirklich liebt und auch mit dir heiraten möchte. Also er teilt wirklich gefühlt alles mit dir und möchte auch alles mit dir weiterhin teilen. Also sprich, ob es jetzt irgendwie sein Eis ist oder auch sein Geld ist, ob er dich plant, in irgendwelche Projekte mit hineinbezieht oder wirklich auch gemeinsame Reisen mit dir angeht und Co. Also er plant einfach mit dir und teilt wirklich extrem gerne mit dir und ist nicht so darauf bedacht, irgendwie in die Zukunft zu schauen und so zu sprechen, als würde er in Zukunft alleine reisen, alleine Projekte verwirklichen und alleine sich ein Haus kaufen, sondern er spricht häufig im Wir, bezieht dich ein und teilt und zeigt dir das Ganze auch. Wichtig ist hier natürlich auch, dass man in einer Beziehung auf jeden Fall schauen sollte, dass man auch gemeinsame Projekte verfolgt und wenn diese nicht da sind, diese zu integrieren und zu schauen, wie der Partner reagiert, wenn man das Ganze anspricht. Also häufig ist das Zeichen nicht gut, wenn man alles getrennt voneinander hat. Das kann dazu führen oder zeigen, dass das Vertrauen in einer Beziehung fehlt und wenn Vertrauen nicht da ist, kann natürlich auch keine Hochzeit jemals stattfinden. Also kannst du schauen, ob das Vertrauen da ist, indem du beispielsweise auch mal sowas vorschlägst, wie zum Beispiel, lass uns doch mal ein gemeinsames Konto eröffnen, wo wir sparen für eine Reise. Ne? Dass du solche Sachen mal ansprichst von dir aus und schaust, wie er reagiert. Wenn er sagt, so nee, auf keinen Fall will ich nicht, möchte nicht so langfristig planen mit dir, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Aber wenn er sagt, so hey, klar, total coole Idee, gerne, dann weißt du eigentlich, oh okay, der plant mit mir langfristig und der möchte sogar auch mit mir teilen. Super, also ist auf jeden Fall dann ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ehrlichkeit und Treue sind einem Mann nämlich extrem wichtig, damit er dich heiraten kann. Also ein Mann schaut darauf, wie zuverlässig bist du, wie treu bist du und wie ehrlich bist du. Und wenn man solche gemeinsamen Aktivitäten macht, Dinge teilt und du auch offen bist, auch selbst von dir Dinge abzugeben oder zugeben und zu teilen, dann zeigst du ihm damit natürlich umso mehr, dass du die Frau seines Lebens sein kannst. Kommen wir zum nächsten Punkt, der dir verrät, dass er auf jeden Fall bereit ist für eine Hochzeit mit dir. Miteinander könnt ihr super reden, eure Kommunikation fließt, ihr habt Kompromisse gefunden für euch, für eure Beziehung und du merkst auch, dass dein Freund immer wieder gewillt ist, mit dir zu reden, auch von sich aus gerne mit dir reden möchte, er auch bereit ist, Kompromisse einzugehen, auch schon Kompromisse mit dir eingegangen ist und vielleicht auch ein paar Mal für dich eingesteckt hat, genauso wie du für ihn ein paar Mal eingesteckt hast. Also da ist ein Geben und Nehmen in der Beziehung und er macht das gerne. Also du spürst und du merkst, dass er in die Beziehung investiert und das gerne. Das ist natürlich immer ein schönes Zeichen dafür, dass er auch langfristig mit dir plant, denn jemand, der in die Beziehung Zeit reinsteckt und auch wirklich Kraft reinsteckt, der möchte natürlich auch, dass die Beziehung länger hält, was natürlich ein sehr schönes Zeichen ist. Problem hierbei ist, dass manche Paare wirklich einfach gar nicht zusammenpassen, dass Menschen natürlich sehr unterschiedlich sein können und auch keine Kommunikationsebene finden, weil die beiden Parteien einfach wirklich wie Hund und Katze sind, nicht miteinander kommunizieren können, die Bedürfnisse des anderen nicht verstehen, die Wünsche des anderen nicht verstehen und ja immer wie so einen kleinen Machtkampf miteinander führen. Wenn das der Fall bei euch ist, ist natürlich eine Hochzeit schier unmöglich, weil es dann natürlich immer nur um Streit und Kampf geht und niemand wirklich bereit ist, hier einmal auf den anderen zuzugehen. Und manchmal ist es auch in Beziehungen so, dass es dann eine Partei gibt, die immer auf den anderen zugeht. Ja, der andere schön immer alles bekommt, aber die Partei, die dann immer wieder auf den anderen zugeht, ist auf Dauer unglücklich, unzufrieden und es kommt natürlich zu Streit. Also eine Beziehung besteht aus zwei Parteien und wenn du merkst, dass dein Partner total im Boot ist, total viel für dich und die Beziehung macht, ja wirklich auch die Bedürfnisse von dir wichtig findet und auch auf deine Wünsche eingeht und ihr wirklich über alles reden könnt und er auch von sich aus gerne mit dir redet, ist es ein super Zeichen, dass er auf jeden Fall bereit für eine Ehe ist und dass er dich auch als potenzielle Kandidatin sieht, ja, die er wirklich in seinem Leben behalten möchte. Es ist unglaublich wichtig, ehrlich zu sich zu sein und sich auch zu fragen, ob ihr wirklich genügend Gemeinsamkeiten für eine Ehe habt und natürlich auch, ob ihr miteinander reden könnt. Also schau und prüfe wirklich, wie oft habt ihr gemeinsam schon Konflikte lösen können. Und aber auch, wie viele Gemeinsamkeiten habt ihr? Also wie viele Gemeinsamkeiten habt ihr wirklich?
prüf das einmal. Und wenn du merkst, ihr habt nicht viele Gemeinsamkeiten, eure Kommunikation ist nicht so gut, dann schau wirklich, dass ihr daran arbeiten könnt, damit ihr in Zukunft wirklich auch ja, die nächsten Schritte gehen könnt. Und wenn du merkst, ihr seid einfach wie Hund und Katze und es bleibt so, ist es vielleicht da an der Zeit, auch mal den Tatsachen ins Auge zu sehen und zu überlegen, macht das Ganze überhaupt Sinn, mit diesem Mann mein Leben zu verbringen? Also da sollte man sich dann wirklich fragen, bevor man dann jemanden heiratet, wo man dann hinterher immer nur in Konflikten und in Streitereien drin ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, der dir zeigt, dass er dich auch heiraten möchte und auch bereit für eine Hochzeit ist. Also er zeigt dir wirklich offen seine Liebe und das auch oft und auch vor anderen. Er hat auch kein Problem damit, von dir zu erzählen bei anderen. Und er zeigt dir halt auch einfach, dass er dich liebt. Natürlich ist das Problem hier manchmal da, dass Menschen auch unterschiedlich ihre Liebe zeigen können. Also manche Menschen zeigen das häufig, indem sie total viele tolle Worte sagen. Manche zeigen das, indem sie dich ganz häufig kuscheln oder Zärtlichkeiten zeigen, Umarmungen, Küsse in der Öffentlichkeit. Wiederum andere machen total viel für dich, helfen dir im Haushalt, übernehmen Sachen. Manche wiederum machen Geschenke, beschenken dich, überschütten dich mit tollen Kleinigkeiten und auch großen Geschenken. Also jeder Mensch zeigt halt auch irgendwo anders Liebe, aber die Frage ist, fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich geliebt von deinem Partner und spürst du, dass er dich liebt? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn du dich aber wirklich geliebt fühlst und dein Partner sich auch geliebt fühlt von dir und dir das auch sagt und dir das auch spiegelt, dass er sich wohlfühlt mit dir, dass er sich geliebt fühlt von dir, dann ist es auf jeden Fall ein wirklich sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr beiden eine gemeinsame Zukunft habt und auch heiraten werdet. Wichtig auch da, redet wirklich offen miteinander, was ihr für Erwartungen habt, wie ihr euch das Ganze vorstellt, auch die Zukunft, eure Beziehung, auch eine Ehe, ne? Also wie stellt ihr euch das gemeinsam vor? Und sammelt wirklich gemeinsame Erlebnisse, habt Freude im Leben gemeinsam und ja, zelebriert auch eure Liebe. Ne? Also sprich, feiert ihr auch euren Jahrestag, Fragezeichen, also macht ihr sowas. Ist auch wichtig, dass man da wirklich mal schaut, wie sehr seid ihr aktiv dabei, euch zu lieben und wie ja, genießt ihr auch eure gemeinsame Zeit. Ja, und übrigens, falls dir dieses Video hier gut gefällt, dann kannst du mich das natürlich super gerne mit einem Daumen hoch wissen lassen oder auch einem Kommentar. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, wenn es hier um das Thema Liebe, Dating, Männer und so weiter geht, dann kannst du auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren, denn jeden Sonntag um 20 Uhr erscheint ein neues Video. Ich helfe schon seit Jahren als Single- und Beziehungscoach dabei, dass Frauen wirklich einen Traummann finden und diesen auch halten können. Und ich freue mich, wenn ich auch dir dabei helfe, hier mehr Klarheit in der Liebe zu bekommen. Kommen wir zum letzten Punkt, der dir verrät, dass er bereit für eine Ehe ist, aber auch ja, den Punkt, den er von dir erwartet, damit er dich heiraten kann. Der ist gefestigt im Leben und weiß, was er möchte und möchte natürlich aber auch, dass du genauso gefestigt im Leben bist. Also wichtig hier, ihr seid beide total gefestigt im Leben, könnt die nächsten Schritte gehen und wisst auch voneinander, dass ihr die nächsten Schritte gehen könnt. Problem ist hier manchmal, dass Frauen wirklich nicht gerne ihren Partner unterstützen möchten bei seinen Plänen. Also sprich, dass manche Frauen es wirklich nicht wollen, dass der Partner seine Träume verwirklicht, Steine in den Weg legen, wenn er die Karriereleiter hochklettern möchte oder auch wirklich sich ständig beschweren, ne, wenn er dann irgendwie Dinge erreichen will. Also für eine Ehe ist es natürlich enorm wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und ein Mann möchte auch unterstützt werden. Also schau wirklich da, ob es dir natürlich reicht, wenn dein Partner jeden Tag bis 22 Uhr irgendwie auf der Arbeit hängt oder gar nicht mehr Zeit oder Zeit für dich oder die Beziehung hat, musst du natürlich für dich entscheiden, ob dir das auf Dauer reicht oder ob das okay ist für dich. Aber in einer Beziehung kann man natürlich darüber reden, wie lange er das noch anstrebt, so weiterzumachen und natürlich schauen, ob man dann am Wochenende auch mal irgendwie intensiver Zeit miteinander verbringen kann, um das aufzuwiegen. Aber grundsätzlich wünscht sich ein Mann, von einer Frau unterstützt zu werden. Und wenn er sieht, dass du das tust, dann sieht er dich auf jeden Fall auch als potenzielle Partnerin für sein gesamtes Leben. Wichtig auch da, dass du natürlich auch genauso gefestigt sein solltest und nicht immer wie, ja, ich sag jetzt mal ein Hündchen zu Hause wartest, bis er dann an der Tür steht und dich dann freust, wenn der Partner zu Hause ist und das ist dein einziger Lebensinhalt, weil das macht dich nicht wirklich attraktiv und dann wird er auch irgendwie so das Gefühl haben, dass er komplett die Kontrolle über dein Leben hat, was natürlich nicht so schön ist, sondern ein Mann möchte natürlich auch, dass er weiß, wenn er weg ist, dass er auf der Arbeit ist oder dass er unterwegs ist, dass du genauso Spaß im Leben
Leben haben kannst und nicht komplett auf ihn angewiesen bist. Also sprich, er möchte auch, dass du selbstständig bist und das kannst du ganz gut tun, indem du dich auch verwirklichst und immer selbst auch mit dir aktiv arbeitest, dich selbst entdeckst, neue Hobbys ausprobierst, mit deinen Freunden unterwegs bist und so weiter. Das macht dich nämlich zu einer extrem attraktiven Frau, wenn du ganz genau weißt, was du möchtest und auch weiter in deinem Leben dabei bist, Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Du weißt nun ganz genau, welche Kriterien einem Mann besonders wichtig sind, damit er sich für eine Heirat mit dir entscheidet. Wenn du dir jetzt trotzdem noch unsicher bist, oder nicht schlau aus eurer Beziehung wirst, dann kannst du mir natürlich sehr gerne eine private Nachricht auf Instagram schreiben und ich schaue mir eure Beziehung mal genauer an, um zu gucken, welchen Ratschlag ich dir noch mit auf deinem Weg geben kann. Wenn du jetzt noch wissen willst, ob er wirklich der Richtige für dein Leben ist, dann kannst du jetzt einmal hier klicken. Und wenn du wissen möchtest, welche Dinge eine Beziehung kaputt machen, ohne dass Frauen häufig merken, dass sie diese Dinge tun, dann klicke jetzt einfach hier. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, deine Simone.